Hey, hallo, hallo, hallo. Bist du Konsument oder Produzent im Internet? Das, womit wir die meiste Zeit online verbringen, beeinflusst unsere gesamte digitale Präsenz. Ich bin ein großer Fan davon, Dinge zu produzieren, Inhalte und Anwendungen zu erstellen, neue Fähigkeiten zu erlernen und Erfahrungen zu sammeln. Anstatt Dinge zu konsumieren, die andere Menschen produziert haben. Im Internet gibt es nur wenige Menschen, die großartige Inhalte produzieren, während die meisten Menschen die von den anderen produzierten Inhalte konsumieren. Wir alle werden hier zu Verbrauchern, die ihre Zeit und ihr Geld für Ware ausgeben, die andere Menschen für uns produziert haben. Also noch einmal, bist du Produzent oder Konsument? Diese Frage stellt sich im realen Leben ganz gleich wie in der digitalen Welt. Du kaufst ja auch nicht selbst all deine Ware in deinem eigenen Geschäft, sondern willst Kunden dazu bringen, dass sie bei dir im Geschäft kaufen. Die Rechnung ist ganz einfach. Dein Ziel ist es, Ware und Dienstleistungen unter die Menschen zu bringen, statt selbst zu verbrauchen. So läuft es auch im Internet. Wenn du eine Stunde auf TikTok verbringst, statt selbst ein Video zu stellen, ist es absolute Zeitverschwendung. Konsum kostet Geld, Produktion bringt Geld. Beobachte dein Verhalten und vor allem deinen zeitlichen und finanziellen Aufwand für die Internetnutzung. Ciao!